So, nach einer Pinkelpause geht's weiter. Bist du denn immer noch krank? Ja. Der sagt zwar nicht, dass ich krank bin, aber ich bin auf jeden Fall krank, sonst würde er sich nicht die ganze Zeit beklagen. Okay. Also, naja, wir tun mal so, als sei nichts. Das Problem ist nur, warte mal kurz. Das Problem. Hast du, hier Kochsalzlösung? Saline, bla bla, irgendwas? Wenn dann nur kaputte. Macht ja nix. Also hoffentlich. Weil dann könntest du mal versuchen, mir das zu verabreichen. Dann ist auf jeden Fall mein Bildschirm nicht mehr. Tatsächlich nicht. Achso. Na gut. Oder? Nehmen Bloodbag. Startkit, das ist es alles nicht. Nee. Spritze. Vielleicht finden wir ja was. Ja. Allerdings hat, glaube ich, diese Stadt kein Krankenhaus. Oder? Ich weiß nicht genau. Kann ich auch nicht sagen. Schöne neue Schuhe. Schöne blaue Schuhe. Ja. Blau ist gut. Da habe ich jetzt ein bisschen Munition, um mich zu verteidigen. Huch. Oh. Ja, jetzt die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir versuchen mal das Militärcamp. Also nicht das Airfield, sondern... Ach, hast du mir den Kompass mitgebracht? Ja, stimmt, habe ich. Ist der noch intakt, oder? Oder auch im Arsch? Einer ist pristine, Moment, wo ist der andere da? Ruined, leider. Egal, leg mal trotzdem hin, vielleicht kann ich den ja noch benutzen. Scheiße, habe ich nicht drauf geguckt. Ja, ist egal jetzt. Orangene Jacke, ey. Ich glaube, ich ziehe die einfach aus. Ja, die ist schon minimal auffällig. Weg damit. Okay, weiß ist jetzt auch nicht viel besser, aber... Ja, aber immerhin. Irgendwo hingelegt, oder? Da in dem Busch, wo ich gerade stand. Ich dachte, du hast es schon. Und ich finde nicht den. Ah, da. Okidoki. Moment. Von welchem Militärplatz reden wir denn gerade? Erst sage ich dir gleich, wenn ich den Kompass aufgemacht habe. Ja, funktioniert wunderbar, der kaputte Kompass. mal gucken, ob er auch in die richtige Richtung zeigt. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, die Sonne ist im Süden, oder? Also fast im Süden. Ja, ja. Ist richtig. So, also... das Militärcamp von Stari Sobor aus. Muss ich mir angucken. Meinst du das im Bohr? Ich meine, das zwischen... Nee. Ich meine das bei Cabanino. Zwischen Cabanino, Vibor... und so weiter. Es ist ziemlich direkt von der... südlich von der unteren Ecke vom Airfield. Okay, ja gut, dann hin da. So ein Kilometer oder so. Und das wäre von hier aus gesehen ganz leicht nordwestlich, also Westen mit einem Tick nach Nord. Ja, ich habe meinen Kumpel schon wieder weggepackt. Ich folge dir einfach. Ich gebe die Richtung. Westen mit einem Tick nach Nord, so. Hier. Ja, ist klar. Gut, dann mal hin da. Hier laufe ich lieber mal noch mit gezogener Waffe. Gut, eigentlich eine ganz gute Idee. Manchmal bin ich bei dem Revolver nicht sicher, ob sie den tatsächlich in der Hand hält. Wieso, wenn sie den nach unten hält, oder was? Ja, weil man den nicht sieht, wenn man in der Third Person spielt. Ach so, ja, klar. Ja, und dann versichere ich mich lieber mal. Ja. Boah, wow, Frame-Einbrüche in der Stadt, ey. Hammerhart. Aber wie schnell du auch eine Mosin gefunden hast, das ist ja echt der Hammer. Ja, es ist eigentlich immer so, eins von beiden findest du schnell, entweder Waffen oder Munition, aber beides zusammen ist halt manchmal schwierig. Ja. Vor allen Dingen das Richtige zu finden dann.
So, aber wenigstens habe ich heute schon mal einen umgelegt. Da bin ich schon mal zufrieden mit. Oh Gott, hier ist ja gar kein Zaun. So, jetzt einfach nicht mehr die Richtung wechseln, dann klappt das auch. Ja, ich laufe jetzt auch wieder ohne Waffe. Ich muss meinen Monitor für dieses Scheißspiel mal sauber machen. Und gleich rennen wir wieder aus Versehen im Kreis, wie letztes Mal. Nee. Du nicht mehr. Oh, alle werden gekickt, was ist los? Nee, einer. Ja. Keine Rückmeldung. Aber krass, wie lange ich diesen Charakter schon habe, ey. Ja, schon cool. Also ich meine, so viele fremde Leute hast du ja auch noch nicht getroffen, ne? Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns in letzter Zeit, also seitdem ich mit euch zusammen spiele zumindest, irgendwie davor drücken, irgendwie auf dem Militärplatz zu laufen oder irgendwas. Stimmt. Wohl wahr. Ich meine, tut mir auch leid für die Leute, die das gucken, aber ist irgendwie so... Kann man leider auch schlecht beeinflussen. Ich könnte mich die ganze Zeit an so einen Militärplatz setzen und warten, bis ich andauernd abgeschossen werde. Aber so bringt's halt auch nicht. Ja, ist halt so das Ding. Ich glaube, für Daisy Let's Plays muss man echt unfassbar viel Zeit, also unfassbar viel aufnehmen insgesamt. Ja. Und hat dann am Ende relativ wenig Material, was man echt verwerten kann. Ja, ist eben so. Also. Ja. Man kann es ja ausmachen, wenn es einem nicht gefällt. Da habe ich kein Problem mit. Ich mache Videos auch aus, die mir nicht gefallen, also von dem her, warum soll ich sie gucken? Richtig. Aber mir macht das Aufnehmen halt so viel Spaß. Ich mag das irgendwie total gern. Ich meine, sonst würde ich es ja auch nicht machen. Das ist natürlich auch cool für so gewisse Erinnerungen, ne? Also so, wenn du irgendwie... eine coole Session gespielt hast und alles war irgendwie... Ja, diese Folge, die zweite, Lachanfall heißt sie, die gucke ich auch heute immer noch. Irgendwie. Also, weil die ich das... von Daisy oder was? Ja. Oh. Also die zweite von uns, die gucke ich selber. Ja. Weil am Anfang, wenn man nichts zu verlieren hat, da stellt man sich eben doch mal mitten auf die Straße und macht irgendeinen Mist. Das stimmt. Wechselt, glaube ich, gerade ein bisschen die Richtung, oder? Ne, wir laufen direkt drauf zu, man kann schon sehen. Ah, ist klar. Nicht gerade die beste Stelle zum drauf zulaufen, muss ich sagen. Ja, dann machen wir es doch anders. Du hast doch ein Fernrohr, ne? Wenigstens ein kleines. Check die Lage doch gleich mal aus. Ja, ich check die so gerade schon und sehe aber bisher keinen. Nicht in Fenstern oder sowas? Bisher nicht, nein. Okay. Also, ohne Fernrohr mache ich das jetzt gerade nur mit dem klassischen Zoom. Ach so. Dafür müsste ich halt mal stehen bleiben. Aber das machen wir gleich, wenn wir ein bisschen im Wald sind. Weil im Moment ist das hier halt noch diese Ebenenbegrenzung, dass das da vorne alles platt ist. Mhm. Und so ist es für die sicherlich auch. Ja, wir... fusseln uns da jetzt durch die Büsche und dann schleichen wir eine Mauer lang. Oh, jetzt hör auf zu stöhnen hier. Nein. Die Deckung langsam weg. ich gehe mal auf die Knie. So langsam. Sehr langsam. Warum? Warum ist er denn so langsam? Leertaste einmal drücken.
Das ist es nicht. Ich da gerade einen Zombie gehört? Mal eben über die Mauer lupen. Die Türen sind zu. Bei mir bist du gerade in der Mauer drin. Wenn man es halt so macht, ne? Oh, alles klar. Ja, manchmal gibt es auch so Lücken unter der Mauer, aber hier irgendwie gerade nicht so, oder? Doch? Ach, egal, komm. Mal was wagen, ne? Ja. In der Mord hätte ich mir damit jetzt das Bein gebrochen. Ach. Soll's. Hol mal deinen Revolver raus, vielleicht funktioniert das besser im Notfall. Ja, denke ich auch. Haben wir doch nicht so viel. Also Türen zu muss auch nichts bedeuten, ne? Wir wurden neulich mächtig verarscht mit geschlossenen Türen. Okay. Da ist ein Zombie. Gibt dir Rückendeckung? Na, noch nicht tot? Fuck. Alter. Stirb. So. Hat dich nicht erwischt? Ne. Wäre mir jetzt auch egal mittlerweile. So, was haben wir hier? Defibrillator, braucht kein Mensch. Das Medizin. Vitaminflasche. Schlecht. Nimm mal mit. Oder nimm mal. Wo ist die denn? Da auf dem Bett. Da unten. Ja. Dann schmeiß ich doch gleich mal ein paar ein, wa? Wäre gar nicht so verkehrt. Okay. Block, Block. Ja. So, Glitch, Block. Jetzt vorsichtig, wenn du die Treppe hochgehst. Mach das mal rückwärts. Ich geh jetzt hier unten gehst. Einmal rein. Ja. Weil da hat mich neulich nämlich einer hinterrücks. Ja, bestimmt so ein Typ, der sich da gerade eingeloggt hat oder so. Ja, der hat sich dann auch, glaube ich, wieder ausgeloggt. Ja, lame sowas. Mega. Dosenöffner. Cool. Hab ich schon. Sehr hilfreich. Und? Frei. Okay, cool. Feuerwehraxt? Nehme ich. Gib dir Deckung. Für den Fall der Fälle. Alles klar. War denn jetzt hier noch? Ach, hier. Ah, Revolver am Boden, taktische Weste. Alles gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das kann ich gut gebrauchen. Eine Weste. Willst du da oben haben? Was willst du haben? Was ist das da oben? Auch eine Weste, oder? Ja, ich habe meine schusssichere Weste. Ich brauche mal eine Jacke zum da drunter ziehen, weißt du? Aber wobei ja, du dringender als ich. So, Rucksack. Dann nehme ich den Revolver. Beste. Tja, jetzt habe ich die falsche Pistolenmunition natürlich, ne? Ganz klar. Oh. Oh. Oh, dann lass es mal rausgehen. Ah, ja. Ich gehe nach unten, du sicherst hier oben nochmal kurz. Ich habe echt Angst vor so Login-Menschen. Okay, alles klar, komm runter. Du die Tür zugemacht? Ja.